Die Richard-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Und ja, wir sind in der letzten Folge hier angekommen und müssen jetzt einen trinken, weil wir auf der Hinfahrt tatsächlich einen verloren haben. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf dich! Unangenehm, ich kenne euch doch alle gar nicht. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Danke. Auf deine Gesundheit. Nimm. Schnell, nimm. Loot. Oh. Auf dich. Da liegt Loot auf dem Tisch, Junge. Achum, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achum. Auf deine Gesundheit. Pilzwodka. Unser Glas wird nicht leerer. Wir tun nur so, als würden wir trinken. Aha. Der Wodka haut rein. Nein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte er uns ein Arm, wenn du sagst. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ja, du hast auch geschlafen. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Gern. Auf Adjom. Danke. Ich glaube mal, dieses Buch ist okay, ne? Alles klar. Oh, Messestation, aber auch einen nicht gesehen. Ah, ich werde das, also da, das... Ich versuche, alle zu sammeln, die wir finden, aber es wird natürlich nicht alles sein. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass es so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Langeweile macht die Leute durstig. So, gehen Sie zur Polis und finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Unterwegs finden Sie einen Weg aus der Station heraus, um die Reise zur Polis fortsetzen zu können. Alles klar? Das ist dreifach destillierter Likör. Gibt garantiert keine Kater. Ja, genau. Wenn du schon so lachst, ist das bestimmt richtig. Da unten sitzt... Da steht doch wer. Achso, ich bin dumm. Ich hab meine Rechte. Lasst mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Okay, niemand darf also aus der Station raus. Das könnte schwierig werden. Hallo? Sind Sie Artyom? Ja. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ach komm. Danke, gehen wir. Ich habe gerade 75 verdient, da können wir mal eine davon nehmen. Und hoffen, dass wir das Kind nicht verlieren. Okay, es wartet ab und an. Die Häuser sind sehr klein. Ich fühle mich so ein bisschen wie Godzilla in schlechten Filmen. Hallo. Ja? Hey, gehen! Ja, Junge, sei mal ein bisschen ruhig. Ich muss doch hier ein bisschen schauen, was da los ist. Das sind anscheinend Switch-Tracks oder wie das heißt. Irgendwas. Okay, das sind Kackhäuser. Folgen Sie mir! Ja. Ich wollte erst gucken, ob da irgendwas zum Sammeln ist, Junge. Der macht mir aber auch einen Stress, ne? Wo sind Sie? Ich bin gerade weg. Hallo? Hey, gehen wir.
Ja, warte kurz. Okay. Ich weiß nicht. Ja. Ruhig. Ich weiß nicht genau, wie viel man hier erkunden kann, sag ich mal. Also wie viel das einem bringt. Weil das halt noch. Wo sind sie? Ja. Weil das noch aus der Zeit kommt, wo Spiele entweder sehr offen waren oder sehr geschlossen, sag ich mal so. und deswegen. Ich meine, klar, wir haben jetzt schon, ich glaube, 3 Tagebucheinträge nicht gesammelt. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Alter, schieb mich voll zur Seite. Komm her. Hallo. Du bist out young, richtig? Ja. Setz dich. Okay. Was ist falsch an dem Stuhl? Mann. Okay, setz mich hier hin. Ich finde zwar, dass es hier zieht und da ist ein bisschen bequemer, aber okay. Wenn du meinst. Man nennt mich Bourbon. Moin, Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Klar. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, jetzt ja oder nein zu sagen. Außer halt, bist du bereit? Ja. Das war's dann auch. Aber ich denke, wir sind auch bereit. Wir werden auch noch nicht so viel Geld jetzt ausgeben für Munition oder irgendwie sowas, weil ich glaube, dass wir da noch recht gut ausgerüstet sind. Und wenn nicht, habe ich immer noch meinen trusty Messer. Mein Messerchen. Na, okay. Aha, das ist meins. Okay, ich habe das Gefühl, hier waren wir schon. Und ich bin mir fast sicher, dass das da gerade nicht geleuchtet hat, oder? Schnauze. Weil ich habe hier doch schon geguckt, ob hier irgendwas ist, aber anscheinend. Okay, da habe ich nicht drin geguckt. Das gebe ich zu. Ja, sonst sehe ich gerade aber nichts mehr, ne? Ich glaube, hier haben wir alles abgegrast. Dann gehen wir mal mit Bourbon durch die verfluchte Passage. Oh, wir haben nur 24. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Okay, Pilze. Ich find's ja ganz gut, dass der schon mal schießt. Ich bin noch nicht mal da. Der hätte auch mal ein bisschen warten können, aber... Andersrum, alle, die er umbringt, muss ich nicht mehr umbringen. Das kann man auch so sehen. Nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Okay. Dem geht's nicht mehr ganz so gut. Ah, Fledermäuse. Batman war da. Hallo? Kann ich seinen Helm vielleicht mitnehmen? Ich weiß, ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese Fliegen auf dem Bildschirm. Wie widerlich. Will ich nicht, muss ich nicht haben. was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Hier. Das war vielleicht ein...
Ein bisschen Kurzschlussreaktion. Ich glaube, ich bleib mal doch bei ihm. So, ich glaube, ich bleib doch bei dem Typen. Hallo? Ah, toll. Ich gehe doch nochmal zurück. Nur mal so. Oh, guck mal, kleine Ratten. Hauptsächlich, weil der da jetzt schon so steht, gucke ich mal kurz, ob es hier irgendwas Interessantes noch gibt. Ich habe ein bisschen Munition da gefunden. Da liegt noch einer. Geräusche. Ah, gucke mal. Eine Luftdruckwaffe, okay. Kann ich nicht mehr als eine Waffe mitnehmen? Wie unangenehm. Also ich glaube, ich bleibe lieber bei dieser Waffe. Bin ich da? Ich habe das Gefühl, da will ich nicht reinspringen. Das wirkt so einfach, also so nach dem Motto, oh, geh da mal rein. Im zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Ja, genau. Ich hole mir nur eben kurz diese Munition. Da schon wieder fliegen, weil ich an der Leiche bin. Und den Rest lasse ich mal. Diese Luftdruckwaffe ist zwar schön, aber da hatte ich dann nur 4 Munition und deswegen, ich behalte mal diese Waffe. Und der Rest ist okay. Ne? Also finde ich jetzt vertretbar, dass wir da nicht nochmal hingehen. Halbwegs, halbwegs. Innerlich bereue ich es gerade schon, aber egal. Egal, egal. So, dann wollen wir mal. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Okay. Fehlt ja schön, dass Bourbon uns so ein kleines Tutorial gibt nach dem Motto, hier und da und schau mal, jetzt haben wir Banditen. Und hier haben wir, achso, ja, eine Riesentasche. Und hier natürlich die Dosen, wo wir nicht durch dagegen laufen soll. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Jedes Geräusch ist gefährlich und im Hintergrund hört man nur laut die Tür quietschen, die du gerade aufgemacht hast. So ein Messerchen. Eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst. Natürlich weiß ich nicht, was ich tun muss. Ah, da ist nochmal so eine... Oder? Ja, ist eine Schrotflinte jetzt, ne? Ich bleibe aber bei der automatischen Waffe. Ah. Achso, ich hab eine Schrotflinte, okay. Ja, dann nehme ich das zurück. Drahtschlinge. Okay, er sagt, du weißt, was du zu tun hast. Ich sage, nein, weiß ich nicht. Und natürlich springen wir in diese dämliche Schlingenfalle. Ja, ich wäre hier leicht, also lieber durchgeschlichen. Aber andersrum können wir so alle Munition uns abholen. Wenn wir es überleben. Natürlich. Mist. So, dahinter ist noch einer. So, ich weiß, das war ein bisschen waghalsig, aber ich mag das manchmal. Ich habe den an Schatten gesehen, deswegen, als du jetzt fragst, woher wusste der, dass der da ist. So, Munition.
Munition. Schade, dass ich in die Falle gelaufen bin. Manu. Aber egal. Müssen wir jetzt nicht drüber lamentieren. Bourbon. Hallo. Bourbon, bist du noch da? So ein bisschen Munition noch sammeln. Immer mehr, natürlich. Da ist Bourbon, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, okay, das ist tatsächlich eine Kiste. Gibt es ein Maximum an Munition, was man einsammeln kann? Ich glaube nicht, oder? Oder ich hoffe nicht, sagen wir es mal so. Ich mag das nämlich möglichst viel Munition immer mit mir rumzuschleppen. Weil ich halt auch nicht unbedingt der beste Schütze bin. Bourbon. Oh ja, du Sau. Okay, das war ein bisschen zu knapp, das gestehe ich. Das hätte man so nicht machen sollen. Wie genau kann ich nochmal nachgucken? Ja, irgendwie, warte mal kurz. Ich kann oft, also ich habe hier an der linken Seite so eine Uhr, da muss ich mal eben gucken, wie es meiner, wie es mir so geht. Kriege ich einen aus? Ja, das ist ja schön. Na, da. Waffeninventar-Tabulator, okay. Habe ich auch noch nichts von gesehen. 80 Medipack. Feuerzeug Journal. Ah, hier. Ah, guck mal. Juhu. Ja, wir haben eine Waffe und ein Mull. Okay, also anscheinend scheint es uns ganz okay zu gehen. Sagen wir mal so. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal einfach weiter. Bourbon. Sollen wir mal weiter? Mach mal Tür auf. Hallo, Tür. Die Brücke ist ein übler Ort. Jeder Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Alles klar. Warte kurz. Ich muss das eben kurz lesen. Alles okay? Oh, Riga war aber auch sehr, sehr... da bin ich auch ein bisschen schnell durchgerannt, muss ich gestehen. Tut mir leid. Bourbon ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe. Aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt, und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau für einen normalen Schmuggler ist. Und seine Kenntnis der Station, nicht nur in dem umliegenden Station... und seine Kenntnis der Situation, nicht nur in den umliegenden Stationen, sondern im gesamten Ring, ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verlassenen, sind ihm genauestens bekannt. Das Kämpfen liegt in dem Blut, was bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte. Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler. Da bin ich mir sicher. Okay, dann wollen wir mal gucken, was Bourbon noch so auf uns... Also... Für uns im Petto hat, sag ich mal. Ich mach das mal aus nochmal, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, was haben wir da? Nichts. Okay. Also ich habe, glaube ich, bisher relativ, ich sag mal, um 20 Minuten immer so geschnitten. Das kann sein, dass es diesmal nicht funktioniert. Ja, das mit dem Springen ist halt immer so eine Sache, ne? Ich spiele nie den Helden, Junge. Ich würde aber sagen, wir machen dann hier tatsächlich auch eine kleine Pause. Bis dahin würde ich sagen, besten Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir haben bisher
Also jetzt die letzten paar Male habe ich ja kein Outro gemacht, sag ich mal. Und von daher finde ich das mehr als gerechtfertigt, das jetzt mal einmal zu machen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das mitschaut, mit anschaut. Und bis dahin, besten Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.